Das sind 7 harte Wahrheiten, die wir alle akzeptieren sollten. Du musst mehr Risiko eingehen, zumindest wenn du dein Leben verändern willst. Vielleicht willst du ein Business starten oder ins Ausland ziehen, aber du denkst dir, was ist, wenn das Ganze schief geht? Und ich kenne dieses Gefühl von Unsicherheit, diese Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen. Aber wenn du dein Leben fundamental ändern oder auch verbessern willst, dann impliziert es fast immer, dass du ein gewisses Risiko eingehst. Ich habe zum Beispiel mein Studium abgebrochen, um mein eigenes Online-Business zu starten. Und ich habe mir damals vor Angst fast in die Hose gemacht. Aber bis heute ist es die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Hätte das Ganze auch schief gehen können? Absolut. Aber wie man so schön sagt, wenn du im Leben eine Garantie haben willst, dann kauf dir einen Toaster. Natürlich solltest du Risiken immer gut abschätzen und vor allem auch dumme Entscheidungen vermeiden. Das heißt, nein, investiere nicht dein ganzes Geld in Krypto oder auch Aktien. Aber es ist nun mal so, dass du eben dein Leben nur drastisch verändern und auch verbessern kannst, wenn du ein gewisses Risiko eingehst. Aber was ist, wenn das Ganze schief geht? Zum einen kannst du daraus lernen und es das nächste Mal besser machen, was immer gut ist. Zum anderen ist es so, dass wir die meisten Entscheidungen, die wir treffen, rückgängig machen können. Klar, wenn du jetzt ein Kind bekommst, dann hast du das Kind erstmal. Aber sagen wir, du startest ein Business und du scheiterst damit. Du kannst immer wieder zurück in einen angestellten Job. Oder sagen wir, du ziehst ins Ausland und es gefällt dir einfach überhaupt nicht. Dann kannst du auch wieder zurückziehen. Also sei bereit, mehr Risiken einzugehen. Gerade wenn du in deinen 20ern oder auch 30ern bist. Fokus ist die neue Superpower. Wir verbringen immer mehr Zeit mit Social Media, Videospielen oder auch anderen Online-Ablenkungen. Und hey, das ist per se nicht immer schlecht. Schließlich können wir auch online sehr viel lernen und uns weiterbilden. Aber Fakt ist, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne immer mehr sinkt und viele Menschen Probleme haben, sich zu fokussieren. Frag dich doch mal selbst, wann hast du zum letzten Mal einen Film komplett angeschaut, ohne nebenher aufs Smartphone zu schauen? Oder wie oft checkst du Nachrichten oder auf Social Media, während du gerade mit deinen Freunden dich irgendwo triffst? Und hey, das soll überhaupt kein Vorwurf sein, aber worauf ich hinaus will ist, dass viele Menschen nicht mehr fähig sind, sich wirklich auf eine Sache zu konzentrieren. Was wiederum ein großer Vorteil für dich sein kann. Denn wenn du fähig bist, wirklich fokussiert zu arbeiten, dann kannst du in 2 Stunden mehr erledigen und mehr erreichen als viele Menschen in 2 Tagen. Die Sache ist die, 95% der Menschen haben kein Zeitproblem, sondern ein Fokusproblem. Erfolg kennt keine Vergangenheit. Ich bin der Überzeugung, dass sich so gut wie jeder Mensch auf die ein oder andere Art und Weise mehr Erfolg im Leben wünscht. Und wenn wir jetzt mal ganz konkret über Geld sprechen, bedeutet mehr Geld meistens auch mehr Freiheit. Aber dazu später noch mehr. Das Interessante am Thema Erfolg ist auf jeden Fall folgendes. Erfolg kennt keine Vergangenheit. Das heißt, du kannst etwas 99 Mal probieren und immer wieder scheitern, aber beim 100. Mal klappt es. Und alles, was davor war, ist unwichtig. Viele Unternehmer sind zum Beispiel nicht mit ihrem ersten Business erfolgreich, sondern mit ihrem 2., 3., 4. oder 10. Nehmen wir an, du hast eine geniale Idee und erfindest etwas, was die komplette Welt verändert. Zum Beispiel eine gesunde Zigarette. Diese Zigarette hat einfach keine Nebenwirkungen und ist sogar noch wirklich gesund für den Menschen. Damit wirst du wahrscheinlich zum reichsten Menschen der Welt. So, und wen interessiert es jetzt, dass du vorher 10 andere Dinge ausprobiert hast, die alle komplett gescheitert sind? Niemand. Und das ist das Schöne. Deine Vergangenheit entscheidet nicht über deine Zukunft. Du kannst lernen, mehr Geld zu verdienen. Wenn du nicht in irgendeiner Höhle mitten im Nirgendwo lebst und dich von Pilzen und Kräutern ernährst, dann brauchst du Geld. Ganz egal, was deine Einstellung zu Geld ist, du bist darauf angewiesen. Und spätestens seit der starken Inflation der letzten Zeit ist die Fähigkeit, mehr Geld zu verdienen, enorm wichtig geworden. Und das ist etwas, was die allermeisten Menschen nicht verstehen. Mehr Geld zu verdienen ist eine Fähigkeit, die du lernen kannst. Genauso wie du gelernt hast, Fahrrad zu fahren. Das Problem ist, dass es uns nie beigebracht wurde. Ich persönlich kann nicht verstehen, warum ich in der Schule lernen musste, wie man ableitet und mir merken musste, wann Napoleon geboren wurde, aber nie etwas über Geld gelernt habe. Ich habe nie gelernt, wie ein Markt funktioniert, also Angebot und Nachfrage. Ich habe nie gelernt, warum Marketing und Psychologie so wichtig ist. Und ich habe auch nie gelernt, wie man zum Beispiel besser verkaufen kann. Aber all das sind extrem wichtige Fähigkeiten. Deshalb mein ganz großer Tipp an dich, lerne, wie du mehr Geld verdienst. Ganz egal, ob offline oder auch online. Und wenn du lernen willst, wie man online Geld verdienen kann, schau dich einfach ein bisschen auf meinem Kanal um. Ich habe dazu verschiedene Videos gemacht. Du musst lernen, mit Ablehnung umzugehen. Von einem anderen Menschen abgelehnt zu werden, ist eines der unangenehmsten Gefühle, die es gibt. Aber je besser du mit Ablehnung umgehen kannst, desto besser wird dein Leben sein. Überleg mal,
Je mehr Menschen du nach einem Date fragst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Ja sagt. Und je mehr Menschen du dein Produkt oder auch deine Dienstleistung anbietest, desto mehr wirst du vermutlich verkaufen. Viele Menschen sind einsam, verdienen viel weniger, als sie könnten und haben auch keinen Erfolg, weil sie Angst vor Ablehnung haben. Weißt du aber, was wirklich spannend ist? Die Angst vor der Ablehnung ist immer viel schlimmer als die Ablehnung selbst. Wenn du zum Beispiel jemand dein Produkt oder auch deine Dienstleistung anbietest und dieser Mensch sagt Nein, dann ist das nicht wirklich schlimm. Es ist zwar ein unangenehmes Gefühl, aber es ist auch nicht absolut schrecklich. Und genauso ist es, wenn du jemanden nach einem Date fragst, aber dieser Mensch eben kein Interesse hat. Und meine persönliche Erfahrung, vor allem weil ich mich auch früher sehr stark mit dem Thema Dating beschäftigt habe, ist folgende. Je öfter du abgelehnt wirst, desto mehr wird es dir egal. Und das ist letztendlich Freiheit. Es geht nicht darum, mehr zu machen, sondern das Richtige. Unser Leben wird immer stressiger, unser Alltag immer hektischer und gefühlt dreht sich alles immer schneller. Und viele Menschen denken, sie haben nicht genug Zeit und glauben, dass sie ein besseres Zeitmanagement bräuchten. Was ich aber in den letzten Jahren immer wieder gemerkt habe, ist, ganz oft geht es nicht darum, mehr zu machen, sondern das Richtige. Ein paar Beispiele. Du hast mehr davon, einmal in der Woche sehr gute Freunde für 3-4 Stunden zu treffen, als jeden Tag mit ein paar Bekannten nur Smalltalk zu halten. Du musst nicht 6-mal die Woche ins Fitnessstudio für jeweils 2 Stunden, sondern es reicht, wenn du 2-3-mal die Woche für 45 Minuten gehst, aber dann eben wirklich intensiv trainierst. Und du musst auch nicht jeden Tag 10 Stunden an deinem Business arbeiten, sondern oft bringt es mehr, wenn du 2, 3, vielleicht 4 Stunden wirklich fokussiert an dem arbeitest, was dich weiterbringt. Also die Aufgaben, die Tätigkeiten, die einfach dazu führen, dass du mehr Umsatz machst. Und wenn du produktiver werden willst, kannst du dir mal folgende Frage stellen. Bevor du eine Aufgabe machst, frag dich, was passiert, wenn ich diese Aufgabe nicht mache? Solange du Zeit gegen Geld tauscht, bist du im Hamsterrad. Solange dein Einkommen von deinem persönlichen Zeiteinsatz abhängt, bist du im Hamsterrad. Sieh es mal so, egal wie erfolgreich ein Mensch ist, jeder Mensch hat nur 24 Stunden Zeit pro Tag. Zeit ist einfach nicht skalierbar und auch nicht veränderbar. Menschen, die finanziell frei sind, sind das nicht, weil sie so viel mehr gearbeitet haben. Es gibt genug Angestellte, die arbeiten 50 oder 60 Stunden die Woche und werden niemals finanziell frei sein. Menschen, die finanziell frei sind, sind es, weil sie Systeme kreiert haben, die auch ohne ihren Zeiteinsatz für sie arbeiten. Ein typisches Beispiel hierfür sind Mieteinnahmen. Wenn dir eine Immobilie gehört und du vermietest diese, bekommst du jeden Monat automatisiert Geld, ohne dass du dafür etwas tun musst oder zumindest nur sehr wenig. Ich verkaufe zum Beispiel automatisiert Online-Kurse und in diesen Kursen lernen Menschen, wie sie ein gewisses Problem überwinden oder auch ein gewisses Ziel erreichen. So, und ganz egal, ob ich jetzt heute einen Kurs verkaufe oder 10 Kurse oder 100 Kurse, ich habe damit die gleiche Arbeit, nämlich fast gar keine. Das Ganze ist rein theoretisch unendlich skalierbar und führt einfach dazu, dass mein Einkommen nicht von meinem Zeiteinsatz abhängt. Und klar, dadurch habe ich natürlich sehr viel Freiheit, was mir persönlich einfach super wichtig ist. Und lass mich hier ganz ehrlich und vollkommen transparent sein. Das Ganze aufzubauen ist natürlich erstmal sehr viel Arbeit. Aber wenn es erstmal steht, dann musst du da kaum noch Zeit investieren, weil das Ganze einfach wirklich komplett automatisiert funktioniert. Ich weiß, in der ganzen Online-Welt gibt es sehr viel Abzocke und unseriöse Angebote, aber wenn du das Ganze richtig aufziehst, dann hast du ein komplett legitimes und seriöses Business und verdienst dein Geld damit, dass du anderen Menschen weiterhilfst. Wie das Ganze im Detail funktioniert und auf was du wirklich achten musst, erfährst du in diesem Video von mir. Darin zeige ich dir, wie ich mit einem einzigen Online-Kurs über 168.000 Euro in 6 Monaten verdient habe und wie auch du das schaffen kannst.